Sie vermeldet sich. Ab hier dürfen wir 160. 150, tut mir leid. Doch 160. Das ist hier vertauscht. Na doch, na stimmt schon. Tut mir leid. Es stimmt schon. Ob ich wieder mal 160 Sachen drauf haben. Das dauert hier eh wieder ewig. Das ist Alltag. So. Kilometer 32,6. Bis Kilometer 34 dürfen wir genau 160 fahren, dann ist 35. Ja, 150. Aber ich fürchte, oder ich glaube, er wird uns das ankündigen mit einer Tafel. Das sind nämlich nochmal 400 Meter. Gehen wir mal auf 150 runter. Kündigt es doch nicht an. Es wird, glaube ich, doch... Nein, er hat es nicht angekündigt. Es ist nur das Signal an sich gewesen. 34 und 35 ist aber schon wieder Götzis. Das haben wir jetzt übersehen. Das wird eh arschknapp, das wieder zu erreichen hier. Obwohl, das geht sich aus. Nur die Lok ist nicht am Bahnsteig. Oder? Ja, genau. Nur die Lok ist nicht vollkommen am Bahnsteig. Ich meine, im Fahrgastbetrieb würde ich natürlich durchfallen. Das ist keine Frage. Da ich da nicht bestehen würde. Will ich aber auch gar nicht. So, jetzt dürfen wir bis 36.260 fahren. Und unser nächster Halt ist dann Rankweil. Rankweil ist 41 erst. Und jetzt sind wir erst bei 35, also 6 Kilometer Pause. So, 150 angekündigt. Das heißt, wir gehen gleich auf die 150, bevor wir hier Stress kriegen. Sicher. Komm schon. Ja, jetzt haben wir eh 150, oder? Jetzt. Perfekt. So. Leider musste ich kurz unterbrechen. Jetzt muss ich wieder reinarbeiten. Wir sind bei Kilometer 37,2. 150 fahren wir, 150 dürfen wir. 41,6 ist die nächste Speed Reducing und 41,8 schon Rankweil. Also das wird uns nicht mehr besonders tangieren. 38,4. Jetzt kommt der Halt Klaus, an dem wir nicht stehen bleiben werden, sondern nur in Rankweil 41,8. Ich muss leider hin und wieder reinzoomen, damit ich circa so einen Überblick habe, wo wir gerade sind. Aber da wir eh erst bei circa Kilometer 42 halten müssen, ist das alles nicht so schlimm. So, das müsste jetzt Kilometer 40 sein. 39,8.
Gehen wir mal auf 120. Oh, das ist Sult, 40,2. So, da wollten wir jetzt eigentlich nicht so durchdonnern. Sechs, 48. AFB. AFB. So, was haben wir jetzt für einen Kilometer? 41,4. Und ein Speed von 140. Das heißt, noch gute 200 Meter haben wir. Bis zum Halt. 41,6. Noch 200. Genau 200 Meter. Und das stimmt auch ziemlich genau. Gleisanfang ist genau 140 Meter. So. Bremstechnisch geht. Geht sich gut aus sogar. Türen gehen auf. Will ich wissen, was das ist? So, weiter geht's. So, wir sind jetzt gestanden in Rankweilen, nicht? Ja, Feldkirch ist der nächste Halt. Rankweil ist 41,8, das heißt, wir werden jetzt die 42er-Grenze überschreiten. Bis 45 können wir also noch 140 fahren. Bis Kilometer 45,4, um genau zu sein. 42,6 sind wir jetzt hier. Doch schon etwas weiter, als ich gedacht hätte. 8. Ich zähle jetzt einfach nur mal die Tafeln und sage jetzt nicht mehr die Kilometer dazu. Ah, schön. Ich mag die Strecke. So, komm. Ein bisschen Speed nochmal. Hier war jetzt irgendwie keine Tafel, aber egal. So, das nächste ist dann Kilometer 44, dann haben wir noch einen Kilometer Zeit, um Speed zu reducen auf 110 und das ist kein besonders großes Reducing, also kein Stress. Ich hab schon gedacht, der haut uns hier irgendeinen Speed rein. Wahrscheinlich müssen wir vor Feldkirch schön abbremsen. Wahrscheinlich genau vor Feldkirch. Hier müsste doch irgendwo ein Halt sein, oder war der schon? Da kommt doch noch einer. Habe ich irgendwie so im Kopf. Schau mal nach. 110 Pharma. Ich glaube, hier wären 60 gewesen. Sogar. Ja, jetzt haben wir sie. Signale lernen heißt es da. Ist wieder ein Wechsel oder wie? Na. No.
dürften wir sogar 60. Dann fahren wir auch 60. Ich kann nur das machen, was hier auf dem Buchfahrplan steht. Und auf Signal habe ich nicht wirklich aufgedacht. Das heißt, wir fahren jetzt einfach die 110 durch. Diesmal stehen. Dann haben wir eh nochmal zwei Halter. So. Ja, Sifa. So. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert, so mit dem AFB-System stehen zu bleiben. AFB. AFB. So. Ah, okay. Das ist natürlich logisch. Ich weiß, das ist abrupt, aber das muss jetzt sein. Was ist denn hier mit dem Bahnsteig los? Passt er jetzt? Ja. AFB. AFB. Jetzt. Sag mal, willst du mich? Geht hier gar nichts, oder? Probieren wir es nochmal. Jetzt. Komisch. Da geht es wirklich nur um die paar Meter. Sonst nimmt das gar nicht. Okay, habe ich versaut. So, viele Halter haben wir nicht mehr. Jetzt kommt noch ein kleiner Tunnel und dann Frastans. Und dann fahren wir bis Bludenz durch. Wir sind jetzt Kilometer 46, gute 20 Kilometer noch. So. So, was dürfen wir fahren? 90 dürfen wir noch fahren im Tunnel. 47,1 ist nämlich dann die der Wechsel auf 90. 47,2 ist das schon, also wir müssen schon 90 fahren. Tun wir ja eh. So, ein bisschen beleuchten hier.